So, Folge Nummer 1 der Fischfutterreihe. Und wir fangen mal ganz, ganz klein an, im wahrsten Sinne des Wortes. Und zwar mit dem kleinsten Futter, das man überhaupt bekommen kann. Infusorien. Nein, das ist jetzt nicht das, was ihr im Krankenhaus bekommt, sondern das sind wirklich sehr, sehr, sehr kleine Tierchen. Sowas wie Rädertierchen und Mikroorganismen, Kleinstalgen und sowas alles. Infusorien, man kann auch, wenn man ein bisschen fachlicher sprechen möchte, von Infusortierchen oder auch Aufgusstierchen sprechen, sind halt sehr, sehr kleine, so Amöben, Rädertierchen und sowas, die Größe, also mit dem menschlichen Auge nicht zu erkennen, sind halt so kleine Tierchen, die auch entstehen, wenn man ja einen pflanzlichen Aufguss macht. Infusorien, die gibt es auch schon sehr lange in der Aquaristik, denn die hat man auch früh erkannt. Die kann man auch sehr gut über einen Heuaufguss züchten. Ich wollte das jetzt nicht unbedingt machen, weil das bei meiner Recherche, ich habe mal geschaut, wie kann man das am einfachsten machen. Das soll mitunter gar nicht so einfach sein. Falls ihr ein gutes Hausrezept habt, wo ihr sagt, das funktioniert immer, ihr müsst nur dies und das und jenes machen, schreibt es gerne in die Kommentare. Dann könnt ihr euer Wissen mit allen anderen teilen, die das dann lesen. Und dann könnt ihr vielleicht zu Hause auch ganz einfach Infusorien selber machen. Jetzt ist natürlich die Frage, Infusorien, wofür brauche ich die überhaupt, wenn ich sie nicht mal sehen kann? Weil ich kann sie ja nicht füttern, wenn ich sie nicht sehe. Wenn ihr Infusorien selber macht und könnt ihr auch zum Beispiel hier von Hobby, Protogen heißt das, könnt ihr kaufen, ist fertig. Da sind dann so kleine, ja, ich glaube, das sind so Pflanzensticks. Da bildet sich dann Infusorien auch direkt im Aquarium oder ihr könnt das Ganze ansetzen. Ihr könnt sie zwar nicht sehen, ihr müsst einfach darauf vertrauen, dass sie da sind. Die haben nämlich den Sinn, damit zum Beispiel ja, in erster Linie Jungfische, also Babyfische zu füttern, die so klein sind, dass sie alles andere an Futter erstmal gar nicht aufnehmen können. Die sind halt auch so klein, dass sie diese Infusorien sehen können. Es wird auch oft davon gesprochen, dass Infusorien gerne genommen werden, um Filtrierer, wie zum Beispiel Fächergarnelen oder Muscheln oder ja sowas in der Art, dass man die damit gut zufüttern kann. Man darf nicht darauf vertrauen, dass das volle Futter von denen ist, sondern man kann dafür durch diese Infusorien sorgen, dass sie immer so ein bisschen so eine Nebenbei-Proteinquelle bekommen. In der freien Natur sind Infusorien eigentlich ein Zeichen für schlechte Wasserqualität. Denn ja, diese Infusorien müssen sich ja auch von irgendetwas ernähren. Und ja, das, wovon sie sich ernähren, ist meistens für die schlechte Wasserqualität zuständig. Ja? Also Algen und Schmutzpartikel und sowas, alles, was wir nicht haben wollen. Es gibt auch Berichte darüber, dass sich in manchen Aquarien die Infusorien derartig stark vermehrt haben, wie auch immer man die dann gesehen und gemessen hat. Ich meine, es können passieren, dass kleinere Lebewesen dabei sind, die man dann sehen kann. Aber wenn sich die Infusorien in eurem Aquarium derartig vermehren, dass ihr Angst habt, dass das Ganze kippt, dann sind nicht die Infusorien daran schuld, dass euer Aquarium kippt. Aber wie gesagt, das ist sehr, 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 sehr selten. Und ja, dann muss das Aquarium auch schon vorerkrankt sein. Ich glaube, das sagt man heutzutage so. Bei der Fütterung von Jungfischen, sehr, sehr kleinen Jungfischen und im Kontext zu Filtrieren, kommen wir, wenn wir eine Stufe höher gehen in der Größenordnung, zu Plankton. Plankton, den kennt man jetzt wahrscheinlich eher von SpongeBob, aber das ist nicht genau das Gleiche, denn Plankton ist eigentlich ein Überbegriff, der die Summe der im freien Wasser gelösten Mikroorganismen wiedergibt. Also diejenigen, die sich nicht unbedingt selbstständig fortbewegen können, beziehungsweise nur über sehr geringe Strecken. Dazu gehören verschiedenste Algen, sowie auch Spirulina-Algen. Dazu können auch wieder die Kleinstlebewesen gehören. Also es ist praktisch ein fließender Übergang von Infusorien zu Plankton. Da können aber auch größere Lebewesen wie kleine Muschelkrebse und Daphnien hinzugehören. Plankton ist halt ein sehr breit gefächerter Begriff.
Es gibt natürlich Plankton, das ist für die meisten jetzt eher was mit Salzwasser in Verbindung gebracht wird, aber es gibt auch Süßwasserplankton. Das findet man auch so ziemlich überall, denn ja, dieses Süßwasserplankton ist für das Ökosystem von natürlichen Gewässern sehr wichtig. Im Aquarium wird man sie leider so gut wie nie finden. Ein bisschen Kleinstlebewesen sind da immer drin. Es gibt auch oft, dass sich die Muschelkrebse von alleine irgendwie bilden. Dann hat man sehr viel Glück, weil die freuen sich immer über sehr sauberes Wasser. Im Normalfall bekommt man das aber gar nicht mit. Wie schon gesagt, ist Plankton eine Nummer größer als Infusorien. Das heißt, man kann es teilweise schon mit dem bloßen Auge erkennen. Problem an der Sache ist, man kann es nicht selber züchten, weil Plankton, wie gesagt, ein Überbegriff für alle Lebewesen. Das heißt, man müsste jedes einzelne dieser Lebewesen irgendwie selber züchten, zusammengeben und dann hätte man Plankton. Man müsste auch die ganzen Algensporen, die da drin sind, irgendwie selber züchten. Das wäre viel zu aufwendig. Man kann Plankton aber kaufen, nämlich von JBL mal wieder. Das habe ich mir selber gekauft, auch das Protogen habe ich mir selber gekauft. In diesem Video also kein Sponsoring. Und das ist jetzt JBL Plankton Pur. Das ist die kleinste für Fische von 2 bis 6 cm. Das habe ich mir nämlich für die kleinen Moskito-Rasboras geholt. Und da sind so kleine, ja man kann fast sagen, so Stäbchen drin, in denen dann das Plankton drin ist. Das lebt natürlich nicht mehr, weil es sehr schwer wäre, das Ganze am Leben zu erhalten, um das dann bis zu verfüttern. Das macht aber in erster Linie nichts, denn man kann das Ganze ja auch so verfüttern. Da gibt es ja auch mit Artemia und mit Bachflugkrebs und so weiter, gibt es ja auch so, ich glaube von Tetra sind die Delica, das sind dann auch so Stäbchen, wo dann einfach so, ja, gefriergetrocknet ist es nicht, aber die sind tot, aber man kann sie so verfüttern. Ihr wisst schon, was ich meine. Dieses Plankton Pur von JBL, das gibt es auch in verschiedenen Größen, sodass auch andere Fische was davon abbekommen. Und in so einem Stäbchen ist doch schon eine ganze Menge drin. Es wird angegeben, ein Stäbchen bis zu 200 Liter Aquarium. Das ist jetzt bei so einem 54 Liter Aquarium bisschen viel, besonders wenn man nur so 10 Fische da drin hat, so ganz kleine. Ihr könnt diese Stäbchen aber mit diesen Frischhaltetütenclips jederzeit wieder zumachen. Gar kein Problem. Ja, das heißt, ihr kommt mit solch einem Stäbchen doch schon locker eine ganze Woche aus. Wenn ihr das Ganze jetzt innerhalb eines Speiseplans für eure Fische, also einer Art Futterplan verwendet, dann kommt ihr mit solch einer Packung, da sind 8 von diesen Stäbchen drin, kommt ihr im Prinzip einen Monat lang aus. Und eine Monatsversorgung, sozusagen Frischfutter, ne, das ist ja, hat ja doch schon viel mehr Nährstoffe als so ein normales Flockenfutter, für einen Monat so um die 7-8 Euro, finde ich ganz in Ordnung. Kann man eigentlich nichts gegen sagen. Falls ihr Halter von Fächergarnelen oder sogar einer der ganz wenigen Halter von Muscheln zählt, Muscheln, da werden wir vielleicht irgendwann in naher Zukunft mal ja, ein Video drüber machen. Ich werde mich auf jeden Fall mal an der Muschelhaltung versuchen. Ja, das ist nämlich schon ein ganz schwieriges Ding. Dann könnt ihr dieses Plankton auch immer super verwenden, um eure, ja, um die Filtrierer, man nennt sie ja so, auch wunderbar nebenbei zu füttern. Dann kann man das Ganze nämlich zum Beispiel in so einem Glas schön aufquellen, dass es möglichst fein wird und dann ins Becken kippen, in die Strömung und dann werden die das alles fangen. Denn Plankton gehört bei den Filtrierern normalerweise mit zu den Hauptnahrungsquellen. Ja, so viel erstmal zu den ganz kleinen Futtersorten. Einmal die Infusorien in Form von Protogen. Wie gesagt, wenn ihr ein gutes Rezept für einen Aufguss habt, wo ihr sagt, da kriegt ihr richtig schön viel Infusorien und das ist auch ganz einfach, da muss man kaum was falsch machen, schreibt es gerne in die Kommentare, wenn ihr euer Wissen teilen wollt. Bei Plankton glaube ich kaum, dass dort jemand ein Rezept hat, um das heranzuzüchten. Falls doch, schreibt es gerne in die Kommentare, aber ansonsten könnt ihr hier mit JBL Plankton auf jeden Fall schon mal ja, nichts falsch machen, um kleinere Fische zu füttern. Es gibt das Ganze natürlich auch in größeren Versionen, damit ihr auch größere Fische füttern könnt. Ist auch natürlich eher so für die ja, Fleischfresser und Allesfresser gedacht. Im nächsten Video geht es dann eine Stufe höher. Ja, wir arbeiten uns jetzt erstmal nach der Größe hin vor und werden dann anfangen zu mischen, Lebendfutter und Trockenfutter, dass ich da so auch eine gute Varianz reinkriege. Bis zum nächsten Video. Ihr kennt das Spiel, liken, teilen, kommentieren und so weiter. Bis dahin bleibt naturbegabt.